So, hier erstmal alles wegmachen vom Unkraut. Das ist widerlich. Ich hasse Gartenarbeit, aber es muss halt einfach sein. Und damit ein herzliches Willkommen erstmal hier bei Hausflipper mit eurem Bobas. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt erst einmal hier so ein kleines bisschen am Grundstück. Und als nächstes gucken wir dann mal auf unseren Labby, ob wir für die 65 Flocken, die wir jetzt ja da haben, die wir uns ja erwirtschaftet haben mit unseren Hausarbeiten, ob wir dafür nicht ein sauberes neues Eigenheim bekommen, welches wir renovieren können. So, schauen wir doch mal rein. Also Mails haben wir auf jeden Fall einige drin. Aber ich würde sagen, ich würde erstmal hier, zack, Browser. Schauen wir doch mal, was haben wir denn hier für tolle Angebote? So, also wenn ich jetzt hier das für 64.000 kaufe, dann habe ich ja im Grunde nichts mehr, was ich noch kaufen kann. Sei es, naja, gut, 1.000 habe ich da noch, ne? 1.500. Schauen wir uns das einmal an. Das ist das Haus einer echten Legende. Komplette Ausstattung, beim Kauf gelten die Regeln, die unter Cammy cool abrufbar sind. Okay, also was haben wir denn da? Ist eigentlich ein schönes Haus, schön versifft. Jo, so wie man es eigentlich kennt von einem Junggesellen, würde ich jetzt mal sagen, ist halt eine richtige Partybude, oder? Ach komm, kauf mal. Haus kaufen wir, jawohl, und wir gehen auch sofort hin. Schauen wir doch mal, was wir hier alles verkaufen können und auch herrichten können. Das ist recht dunkel, ne? Eieiei. Okay, hier haben wir auf jeden Fall auch ganz viel Unkrautzeugs. Eigentlich wollte ich jetzt mit Garten noch gar nicht anfangen. Aber ich will hier das Grundstück jetzt ein bisschen hochmodeln. Und dann auch wieder mit Reingewinn verkaufen. Von daher zupfen wir halt einmal ein bisschen was von dem Zeug weg. So viel Zeug wie hier wächst, haben die doch nie was gemacht, oder? In dem Garten. Das ist ja total runtergekommen hier gartentechnisch. Das ist eine schöne Anbaufläche hier wieder mal. Auch komisch. Da haben sie Rasen gemäht. Hier nicht. Hm. Wahrscheinlich der Rasenmäher kaputt gegangen. Oh, neue Fertigkeit. Das ist cool. Schauen wir doch gleich mal rein, was wir haben. Gärtner sind, okay. Schnelleres Pflanzen brauchen wir noch nicht. Grastrimmer haben wir noch nicht. Sichtbare, was? Muttermale auf der Minikarte. Dann verbessern wir halt das mal. Ich denke, das wird in Ordnung sein. Aber was sind sichtbare Muttermale auf der Karte? Also ich sehe halt jetzt halt hier auf der... Ich arbeite auch wirklich sehr viel jetzt halt hier gerade mit der Karte, weil ich da halt wesentlich schneller sehe, wo das ganze Gedöns wächst. Und ich habe immer noch keine Axt, ne? Die Axt im Haus zersetzt den Zimmermann. Jo, und du bist das Letzte, oder? Du bist jetzt das Allerletzte gewesen, alles klar. Dann würde ich sagen, verkaufen wir doch hier gleich noch ein paar Büsche. Kann ich den Baum auch verkaufen? Nein. Aber diese Büsche hier am Eingang, die werde ich verticken. Die hier... Das schaut einfach nicht toll aus. Jetzt rennen wir mal noch einmal rum ums Haus. Aber an sich schaut das Haus doch ganz gut aus. Dann lasst uns doch mal reingucken. Ach, du Heilige. Ist vielleicht noch eine Pizza drin? Also wenn es hier keine Kakerlaken gibt, dann weiß ich auch nicht, ne? Oh, das ist mal eine Heimanlage. Aber sag mal, der hat doch gar nichts mehr gesehen auf dem Bildschirm. Die Tassen würde ich verkaufen. Für was gibt es hier einen Mülleimer, wenn das so einer sein soll? Und wenn der ganze Dreck hier am Boden rumflackt? Ah, da haben wir doch die Brut. Halt. Hier einmal mit Staubsauger, bitte. Jo, Kakerlaken erfolgreich beseitigt. Der Müll ist aber immer noch da. Na gut, dann weg damit. Oh Mann. Das ist... Nein, bei mir schaut es schlimm aus, aber nicht so schlimm. Was ist das? Ist das ein Stein? Warum haben die hier Steine in der Bude liegen? Mmh, yummy. Jo, erfolgreich beseitigt. Ich bin eher ein Kammerjäger wie jemand, der jetzt hier Ordnung macht. Irgendwie, da bräuchte man eigentlich einen Kammerjäger zu. Da hinten läuft das Wasser raus. Eieiei. Halt, nein, du brauchst den Staubsauger. Mach mal weg.
Geht's euch auch so, wenn ihr sowas seht, dass euch dann ein bisschen kribbelt? Sei es im Nacken oder irgendwo, irgendwie krabbelt's doch dann. Komm, die haben wir doch jetzt weg. Jawohl, weiteres Kakerlakennest zerstört. Ich würde sagen, verkaufen tue ich das Zeug nicht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier Montage. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal das Wasser im Griff bekommen. Oh, schon wieder ein Fähigkeitenpunkt, das ist cool. Okay, goldenes Händchen. Wir haben jetzt eigentlich nur noch schnellere Vergipsung und Legen von Fliesen und Laminatboden schneller. Ich mache jetzt das mal, weil ich denke mal, dass wir das auch demnächst mal bekommen könnten. So. Mal den Schrubber in die Hand genommen. Was für ein Dreck! Jo, das weiß ich, deswegen mache ich ja sauber, ne? Was? Reiß dich zusammen und räume hier gründlich auf. Bin ich doch dabei. Lass dir doch mal Zeit, Mensch. Da ist noch irgendwas kaputt. Das mache ich aber dann. Also, ich möchte ja nicht alles verkaufen, ja? Das ist eine schöne Chillecke hier. Das ist okay. Ein Gamer-Paradies ist das eigentlich. Okay, also ich denke mal, die Steine hier können wir auf jeden Fall verkaufen. Hey, wir kriegen 12 Cent dafür. 11 Cent, 11 Cent. Wir werden reich. Allein durch den Verkauf von Steinen. Ist das cool. Okay, ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal das Chaos so, wie es ist. Wir haben schon mal aufgeräumt. Wir nehmen uns... Oh. Noch was dreckig hier. Wir nehmen uns jetzt erst einmal dieses Zimmer vor. Ich vermute, so von der Einrichtung könnte es Badezimmer sein. Yes. Okay. Also für das, dass der Rest der Wohnung so siffig ausschaut, ist es hier richtig ordentlich. Okay, jetzt ist es rein. Jetzt ist es reinlich. Dann schauen wir doch da mal rein. Das könnte ein Kinderzimmer sein. Achso, Abstellraum. Der ist aber sauber. Also der Abstellraum ist richtig sauber. Da, wo sie gelebt haben, da ist noch richtig siffig. Okay, dann wird das hier das Schlafzimmer sein. Eieiei. Wir gehen hier erstmal mit dem Schrubber durch, weil wenn ich den jetzt eh schon in der Hand habe, da läuft Wasser raus. Also machen wir doch erst einmal die Montage hier. Und das Haus ist gerettet vor der Überflutung. Ich würde sagen, wir tun erstmal die Steine wieder gewinnbringend verkaufen. Also ich glaube, sehr viel oder häufig hat die oder der nicht wirklich geschlafen. Lasst uns mal reingucken, was die Leutchen hier so wollen, die Käufer, die potenziellen. So, Marc, wir möchten nicht zu viel ausgeben, deswegen verzichten wir auf teure Möbel. Marc nicht, hier gibt es kein großes Familienzimmer. Was ist denn das da draußen? Das ist doch ein Familienzimmer. Es fehlt hier nur an typischen Kinderzimmern. Sehr sauber hier, schön. Marc nicht? Du magst nicht, dass es sauber ist? Oh, du gehst mir schon am Sack. Der Ort zum Lernen sollte sich unweit des Schlafzimmers befinden. Schlafplatz. Was ist das? Hier, Fernsehen, auch vom Fernsehen lernt man was. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen über und reinigen die Fenster. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, dass ich dieses Ding cool finde. Damit wäre jetzt erstmal das Schlafzimmer schon so weit hergerichtet. Das könnten wir noch montieren. Gut, und damit wäre jetzt eigentlich auch die rote Stelle in diesem Raum beseitigt. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz hier noch den Karton. Einmal hier in das Regal rein. Die Fernbedienung noch hier oben drauflegen. So, aber ich würde sagen, wir verkaufen hier welche, oder? Ich denke, der Großfernseher reicht ja. Und ein bisschen Profit wollen wir auch noch machen, oder? So, schauen wir mal. 45, 44, 44, 44. Jawohl, cool. Okay, dann sage ich mal, wir hängen den hier. Genau, einfach mal um ein Stück runter. Und dann passt es doch. Also Zimmer Nummer 1, würde ich sagen, ist fertig. Gucken wir uns mal das Lager an. Hier steht eigentlich alles in Ordnung. Aber hier ist noch irgendwas rot. Kann das sein, das Ding da oben? Du kannst Klimaanlage kaufen und hier montieren. Soll ich hier eine Klimaanlage? Nee. Das ist einfach nur ein Abstellraum. Wir könnten aber auch ein Kinderzimmer draus machen, ne? Dann mal, dann würde ich sagen, wir tun... So, erstmal hier... Durchquetschen durch die Tür. Du kommst jetzt erstmal hier in das Zimmer. So, dich quetschen ja auch hier durch. Nee. Und dann würde ich sagen, machen wir hier so ein nettes kleines Kinderzimmerchen draus. Und dann kommt hier ein schönes kleines Babyzimmer oder sowas hin. Lass uns mal gucken. Shop. Einzelbett John. Das machen wir so, wie es ist. Jetzt kaufen.
Patza! Und was sagt er jetzt? Zwei Schlafzimmer, je mehr umso größer. Uff, nun kann ich ruhig schlafen. Zwei Schlafzimmer, das ist es. Oh, so groß. Jo. Wir könnten hier mal einen Schreibtisch herstellen. Hier so was Kompaktes da. Weil das große Zeug, das passt ja nicht. Den hier und den weiß. Und jetzt kaufen. Perfekt. So, jetzt haben wir hier einen Schreibtisch. Heizkörper haben wir hier keinen. Brauchen wir aber wahrscheinlich auch nicht. Kann ich denn hier was einreißen? Die kann ich abreißen, die hier nicht. Also ich kann hier jetzt auch kein Loch in die Wand hauen, um hier vielleicht noch zusätzliches Fenster reinzumachen. Okay, dann Schreibtischstuhl. Hier, einen schönen Bürostuhl. Auch natürlich passend in weiß. So, den schieben wir jetzt schön an. Zack. Passt. Wir haben ja hier einiges rumstehen an Monitoren. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns mal einen. Der ist zwar ein bisschen groß, aber ich kann so nicht schlafen. Geht klar, Elektrogeräte, so kann man leben. Das ist doch ein Rechner, oder? Oder was ist das? Also ich vermute mal, dass das hier irgendwie ein Computer ist, oder? Kann man das sehen, wenn ich da mal das Verkaufen-Ding anwende? Nö. Warte mal, dann lass uns doch mal die Rechner angucken. Elektrische Ausrüstung. Monitor? Tatsächlich? Ach nee, das ist ein Lautsprecher. Hm. Dann brauchen wir quasi noch einen schönen... Ach, Computer Brushy. Okay, warte mal. Wenn, dann den hier, oder? So, das ist quasi das Spielezimmer. Und da sagt er jetzt nichts dazu. Strange. Okay, warte mal. Wir richten das Ding hier in die Mitte. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal ein Schlüsselbrett. Jo, da ist es. Jetzt kaufen. Mäusle muss natürlich auch sein. So, das sagt jetzt auch nichts. Warum sagt ihr da nichts? Vielleicht können wir sie hiermit noch überzeugen. Wenn wir jetzt hier noch richtig schön Lautsprecher mit platzieren. Zack. Und zack. Und? Auch nichts. Ey, die Leute sind doch mit nichts zufrieden, oder? Okay, Nachttischchen. Jo, da haben wir's. Nachttisch an der Links, der Klassiker unter den Schränkchen. Der kommt natürlich jetzt da neben das Bett. Und ein nettes Lämplein noch oben drauf. Jo, gucken wir uns doch mal die Nachtlampe Lennart an. Auch in schönen verschiedenen Farben. Schön hässlich auch. Würde ich sagen, machen wir doch mal die hier. Die kommt dann hier auf das Nachttischchen. So, zack. Und damit ist ein weiteres kleines Besucherzimmer fertig, würde ich sagen. So, Tür zu, passt. Badezimmer. Wir verkaufen auf jeden Fall diese Toilette, diese hässliche. Und den Klopapierhalter. Da machen wir natürlich die Heizung hin, wobei die Heizung neben der Dusche natürlich wesentlich besser ist als da hinten bei der Toilette. Aber gut, ist halt so. Ne? Würde ich sagen, wir machen hier auf jeden Fall eine Waschmaschine ran. Und die Waschmaschine soll ganz weit drüben hier stehen. So, und dann tun wir natürlich hier alles aufdrehen und kaufen das Waschmaschinchen. Und ich habe kein Geld mehr. Oh nein. Oh, was verkaufen wir denn? Am Laptop brauchen die doch nicht noch. Oder? Hier, zack, Laptop weg, Maus weg. Das braucht doch kein Mensch. Mach mal das Licht an. Jo, dann sieht man auch, was man verkauft. Wir könnten mal die ganzen alten, dreckigen Tassen hier verkaufen. Ich meine, es bringt ja immerhin ein paar Cent. Auch die Teller, weg damit. Da stehen noch Tassen rum, weg damit. Die Kartons weg damit. Die Box weg. Okay, dann kaufen wir jetzt die Waschmaschine. Und die passt doch wunderschön daher, oder? Jep, dann schließen wir die gleich mal an. Da war ein Anschluss! Oh Mann. Oh Mann, da war ein Anschluss. Das habe ich nicht gesehen. Okay, wartet mal. Wir müssen dann das erstmal verkaufen.
hier. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen, ja, 491. Können wir dann wenigstens ein bisschen Geld noch abschöpfen hier. So, die Toilette würde ich dann allerdings hier drunter machen. Zuerst will ich allerdings sagen, wir machen mal den Heizkörper hier dran. Jo, Heizkörper sitzt. Perfekto. Mach mal Licht an. Hier gibt's kein Licht. Lampen. Wandlampen, Deckenlampen. Was passt denn hier rein? Eigentlich passt doch so ein schickes Halogenlämpchen hier super viel. Super toll rein, oder? Eine hier über die Dusche. Eine über den Eingang. Eine dann über die Toilette. Und dann brauchen wir natürlich, wenn wir das Schränkchen verschoben haben, eins noch über dem Spiegel. Würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Ja, und wir haben Licht. Okay, lass uns erst einmal die Sauerei hier aufwischen. Warum kann ich das... Ach, das ist montiert. Das ist montiert, aber das geht doch nicht so nah hier an der Tür. Das ist doch doof. Das möchte ich versetzen. Also da möchte ich auf jeden Fall... Warte mal. Das verkaufen wir dann eben. Zack. Und zack. Den Schalter zack. Braucht keiner. So, dann gucken wir mal, was es hier an Badezimmer-Schränken gibt. Badezimmer. Waschbecken mit Schrank Prisma oder Waschbecken mit Schrank Bago. Das finde ich doof hier mit zwei Einzelhähnen. Dann nehmen wir doch den hier. Den machen wir natürlich ganz schick bunt in weiß. So. Soll ja auch neutral. Oh nein, wir brauchen ja Anschlüsse erstmal. Gut, da haben wir jetzt ja den Anschluss des Spülbeckens, wie das sich ja nennt. Nein, ich habe vergessen, die Anschlüsse aufzudrehen. Oh, verdammt. Oh Mann, alles so Kleinigkeiten. Jetzt geht's aber, oder? Jo, jetzt geht und wir können das ganz ranschieben bis an die Waschmaschine. Das finde ich doch viel, viel besser. So, öffnen. Öffnen. Montieren. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Jo, ohne Fehler habe ich das geschafft. Das ist ja cool. So, dann kommt da natürlich ein Spiegel noch drüber, ne? Spiegel-Lamont. Vielleicht in quer, weil wir haben ja den Platz, ne? Auch wieder schön neutral. Soll das ein Witz sein? Da gucken wir einen größeren hier. Ich dachte, der wäre jetzt riesig. Nee, der ist doch auch nicht gut. Ist der besser? Nee, der ist auch nicht besser, ne? Dann eben mit dem Spiegel, der stylistisch überhaupt nicht ins Bad passt. So, jetzt brauchen wir noch eine Schüssel. Wir machen die Nobelhobel kompaktes WC Flattery Schüssel. Ach nö, jetzt komm, ich will das nicht da drin haben. Ich will das da hinten haben. So ein Scheißhaus. Warte mal, dann aber zumindest, ja, so Mitte von den Fliesen, das denke ich passt. Wenigstens kann hier nichts auslaufen, ne? Okay, das schaut halt jetzt halt etwas doof aus. Schaut aus wie eine Kindertoilette. Das ist hässlich, aber ist okay. Ich muss es ja nicht kaufen, das Haus. Die Dusche lassen wir, wo sie ist. Allerdings könnte ich sagen, wir gucken mal noch nach Deko, was es hier so gibt. Wo ist die Dekoration? Dekoration, so. Blumenvasen, Fotos, Pflanzen. Das hat nichts mit Teppiche zu tun. Gibt es hier einen Teppich? Hier, Teppich, Hampen. Gucken wir mal. Der ist doch nett. Hier sofort die Dusche. Ja, dass wenn man rausgeht mit trockenen Füßen, mit nassen Füßen, dass man hier gleich was liegen hat. So, ansonsten würde ich sagen, passt, ne? Machen wir noch das Fenster kurz sauber. So, hervorragend. Einmal kurz öffnen und schon hätten wir eigentlich... Hier ist dunkel. Hätten wir eigentlich das Badezimmer auch fertig. So, gibt es hier irgendwo was Rotes in den Ecken? Ja, da hinten. Da, montieren. Oh Mann, manche warten wahrscheinlich schon drauf, dass ich hier auch mal einen Stromschlag bekomme. Ah! Oh oh. Da passt irgendwas nicht. Ich würde sagen, ich kann das jetzt nicht tun. Dann würde ich sagen, verkaufen wir es. Das geht nicht. Oh, ich kann es nicht verkaufen. Okay, warte mal. Vielleicht gibt es hier einen Keller, Sicherungskasten. Hallo? Hört mich jemand? Okay, hier draußen ist auch nichts. Nicht, dass mir die Bude hier abfackelt wegen dem Stromding hier. Warte mal. Wir räumen jetzt erstmal die Sachen hier weg.
Wir kaufen uns jetzt erstmal eine Lampe. So eine kleine, die wir dann auch stehen lassen können. So. Einschalten. So, jetzt sehen wir auch was. Montieren. Au! Ah! Ey, ich glaube, wir haben es geschafft. Jo, alles passt. Sieht doch keiner. So, schnell noch den Schrank davor stellen. Dieser hübsche Schrank. So, du kommst hier unter diesen kleinen Fernseher. Die Lampe, die kommt hier oben drauf. Die Boxen, die kommen neben den Schrank, würde ich sagen. Fernseher. Ich meine, du bist hier ein Hängefernseher, ne? Du kannst ruhig auch ein bisschen weiter oben sein. Das stört ja gar nicht. Da haben wir noch die Mittelbox. Die muss natürlich schön in die Mitte auch. Wir verballern jetzt mal hier den Fernseher, das Schränkchen und zumindest einen von den Sitzsäcken. So, die Regale sind doch eigentlich auch recht hübsch. Naja, es gibt natürlich besseres, aber ich würde die da hinten hinstellen. Das sollte eigentlich so ein bisschen die Chill-Ecke sein. So, du kommst hier daneben. Das Sofa muss natürlich gerade stehen und wir stellen das dann ja so weit hinter, wie es... Oh, warte mal, da steht doch der Sitzsack noch im Weg, oder? So. So ist das doch nett. So, hier ist natürlich auch noch total dunkel. Den Fußbodenlampe Orient nehmen wir. So, und die kommt hier in die Ecke mit rein oder hier so an die Wand mit hin. Schauen wir mal, vielleicht kaufen wir auch zwei. Schön hell. So, Sitzisaki. Dann kann hier noch ein kleines Tischchen dazwischen. Ach, dann nehmen wir doch den quadratischen Tisch modern, hätte ich gesagt. Hier in einem schönen Fichte. Klassisch Fichte, jawohl. Das soll eigentlich hier so dazwischen kommen, aber das Ding ist hier riesig. Vergiss es. Schauen wir mal, was der klassische Kaffeetisch kann. Passt. Super. So, dann würde ich aber sagen, wir stellen nochmal eine von den Lampen hin. So, zu diesen hier. Dann ist es doch schon wesentlich gemütlicher. Dann setzt man hier nicht so weit weg vom Big Television. Und da ist eine schöne, chillige Ecke. So, jetzt packen wir hier mal noch was drauf. Irgendwie sonstiges. Was gibt's denn da? Großes Gerüst. Sauna. Oh, wir können eine Sauna bauen. Das ist doch auch mal was. Oh, guck mal, wir machen eine Kerze klein. Und dann machen wir natürlich auch noch eine Kerze groß. So als Deko. Und gibt's noch irgendwas Dekoartiges? Der Tüpfelfarm. Jo, ich hab's nicht so mit Deko. Da wird sich vielleicht der ein oder andere schon checkig lachen jetzt. Aber doch, das ist doch in Ordnung so hier, diese Ecke, oder? So, alt, Fenster müssen wir noch putzen, dass man da auch rein und raus gucken kann. So, dann kümmern wir uns mal um die Küche. So, zuerst machen wir auch hier erst einmal die beiden Fenster sauber. Okay, und damit sind auch die zwei Fenster schon mal sauber. Den Kühlschrank können wir lassen. Ich habe hier keine Drecksachen mehr irgendwie, die verschwinden. Ich würde sagen, den Eimer, den stellen wir natürlich wieder da unten hin. Weil warum sollen wir hier auch streichen oder sowas? Das kann man auch lassen, so wie es ist. Ne? Ich würde nur sagen, wir tun den einen Monitor hier noch ein bisschen rüber. Zack. Dann ist das Ganze doch schon um einiges besser. Jo. Das passt. Fenster sind geputzt. Das Zimmer ist in Ordnung. Badezimmer ist in Ordnung. Das zusätzliche Gäste- oder Kinderzimmer ist in Ordnung. So, was haben wir jetzt hier noch? Das Schlafzimmer. Auch das ist doch in Ordnung. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal von außen noch an. Aber eigentlich passt es, da ich ja nichts machen kann,
im Garten. Ne, weil ich habe ja keinen Rasentrimmer und nichts. Müssen wir jetzt eigentlich das Haus schon wieder verkaufen. Das machen wir jetzt. Zabarab. Okay, versteigere das Haus. Wir haben gezahlt 64.000 für das Grundstück. Insgesamt haben wir 900 Quadratmeter mit 95 Quadratmeter Wohnfläche. Ach, mein Budget ist gerade 700. Und meine Arbeitszeit in dem Haus sind schon 46 Minuten. Oh meine Güte. Okay, zur Auktion. Okay, schauen wir mal. Verkauf von Möbel hat uns das gebracht. Der Kauf von Möbeln hat uns das. Also 29.000 Gewinn. Jo, da können wir doch noch ein bisschen verhandeln, oder? So, dass wir 95.000 verhandeln. Was? Shift und Steuerung? Verhandlung. Okay, gucken wir mal. 93. Ich würde gerne... Schauen wir mal. Wir gehen mal hier nur um 1.000 hoch. Ne? Dann hätten wir so ungefähr die 95.000. Oder? Habe ich jetzt richtig... Ja. Angebot verhandeln. Okay. Passt schon, ich nehm's. Jawohl. 30.800 Öcken Gewinn. Cool. Angebot annehmen und wir sind jetzt rich. Meine Güte, rich. Wow. Mensch, was kann ich jetzt mit der Bude hier machen? Ich kann jetzt halt Gold tünchen oder goldene Türen kaufen oder irgend sowas. Wow. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt demnächst mal den Garten angreifen. Ich werde mal so die ein oder andere Quest gartentechnisch angehen. Und natürlich auch dann irgendeine Quest, die uns dazu verhilft, dass wir Laminat, Fliesen machen können und vielleicht dann hier auch mal Paneele hier an die Wand machen können. Das wäre, glaube ich, auch mal nicht schlecht. So, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Kommentar da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Part auch wieder. In dem Sinn, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.